So, haben wir dann gesagt, im Garten Gysi, was machen wir heute, Freunde? Ja, wir sind normal seit langer Zeit mal wieder heraus an der Küchenhexe. Das heißt, wir werden eine große Sauerei machen. Was machen wir heute, Freunde? Ja, es geht ums Thema Tomaten einkochen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Gysi, du Hirsch. Jeder von uns weiß, wie man Tomaten einkocht. Nein, so ist es nicht. Es gibt viele neue, es gibt viele, die sind frisch im Gartenjahr drin, die machen das erste Mal und die wissen nicht wirklich, wie sie das Zeug verarbeiten sollen. Dafür zeigen wir es. Und für die, die es schon wissen, vielleicht ist die eine oder andere Inspiration dabei, was ihr noch nicht gewusst habt. Also, zuschauen. Fertig, erledigt, gell? Ja, also, gut, es ist natürlich in diesem Haushalt so, das kann ich nicht. Fertig kann ich es, aber ich darf es nicht. Weil da brauchen wir jemanden mit gefühlte 95 Jahre Einkocherfahrung. Ich glaube, du spinnst. 95 Jahre. Du, ja gut, so alt ist sie dann doch nun nicht. Frech ist der Kerl. Wir sagen 15 Jahre, okay? Das ist dann wieder zu jung. Das ist wieder zu wenig. Ihr nehmt die Mitte aus der Sache und dann haben wir die Sache lang. Außerdem, der das auch kennen, aber er lässt es mir lieber. Ja, und außerdem, ihr freut euch ja immer, wenn es ein Video mit Mama gibt. Also ja, genau. Gibt's heute wieder eins mit Mama. Da freue ich mich auch, wenn ich darf. Das Ganze wird noch ein bisschen was haben. Ich bin natürlich heute nicht der Hauptakteur. Ich mache da bloß einen Helferling, mehr oder weniger. Was heißt Helferling mache ich auch nicht, weil ich werde nebenher kleine Tomatensamen nehmen. Dann habt ihr das auch noch gesehen. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Ja, genau. Gut, die sagen, gehen wir dann über, dass wir arbeiten können. Hier haben wir am Bottich voll, was werden es sein, lupf mal. Schon ein paar Kilo. Ich bin im Schätzen ganz schlecht. Schon ein paar Kilo. Schönste Tomaten, wir haben dabei der Ananas-Tomate, wir haben dabei die grüne, wo ich den Namen vergessen habe. Journey Prince haben wir dabei. Rotkäppchen ist dabei. My Fake Bayaya, über die wir uns nochmal unterhalten müssen, ist dabei. Godzulas sind dabei. Das ist Tumbling Tom ist dabei. Ja. So alles Mögliche. Wie gesagt, da gehe ich dann ein bisschen näher drauf ein, wenn ich auch noch die Sommer nebenher nehme. Gehen wir rüber. Mama, du erklärst dann, okay, was du da so treibst. Ich habe übrigens schon meine grüne Tomate paniert. Ja, ich habe ja eine grüne Tomate machen müssen für die Mama, weil die unbedingt panierte grüne Tomaten haben ganz wollte. Genau. Und als braver Bub mache ich das. Ja, du bist ganz brav. Das hier mit diesem Anschnitt, wundert es euch nicht. Das hat damit zu tun, damit es hier auf dem Video schöner ausschaut. Nein, hat es nicht. Es waren vorher aber Leute da, die wo Tomaten probieren wollten und dann genau. Ein paar aufgeschnitten. Eine Freundin mit ihrem Freund von mir. Ja. Genau, und jetzt schau, also erstens schon mal, es ist ganz wichtig bei den Tomaten, wenn man sie einmacht, die müssen wirklich vollkommen reif sein. Also nicht so halbscharig, weil sonst haben sie kein Aroma nicht. Und vor allen Dingen bei denen, die so richtig reif sind, kann man die Haut schön abziehen, da brauchst du nicht ins Wasser legen, okay, und gar nichts. Mache ich sowieso nicht, weil ich tue einen Teil ganz grob reinschmeißen, mhm, und den mache ich sogar mit Schale. Es sei denn, sie geht freiwillig runter, weil manche Tomaten haben ja auch ganz ein zartes. Aber dann wirklich zum Schluss kommen ja dann bei mir noch so, ich mag stückig. Ich mag, ja, nicht bloß so ein Brühe, so ein Wasserbrühe haben. Okay. Gut, wenn man Tomatensuppe macht, okay, dann passt. Aber wann mache ich schon mal Tomatensuppe? Eben, ich brauche es eher für, ja, Pizza obendrauf oder Soße. Also du magst, genau, Breckerle drin. Ich mag ein paar Breckerle drin haben, ganz das genau. Ist gut. Okay, dann düse ich jetzt, fange ich jetzt gleich, ja, mal an. Das ist jetzt so lustig, wenn ich heimgekommen bin auf die Nacht, haben wir Breckerlewürsten gehabt, aber da darf ich Breckerle drin haben. Ja, hat er Gott sei Dank nicht oft gehabt. Habe ich jetzt nicht gesagt. Es ist ja so Thema Schale. Manche mögen das ja gar nicht und die verpacken das nicht, die hauen das danach nur irgendwie durch flotte Lotte oder so, damit sie die Schalen rauskriegen, damit sie die Kerler rauskriegen. Ich sage mir, für mich persönlich, mich stört es nicht. A, B, das sind Ballaststoffe, passt auch noch. Wenn ich Tomaten einkoche, mache ich auch. Mir ist das wurscht. Ich, ja, lasse die paar Hautfetzen drin. Ja. Es gibt ein bisschen fertiges, glaube ich. Das gehört zur Tomate dazu. So. Was tust du jetzt da? Ich fange jetzt mal an, die wir zum Probieren gehabt haben. Schau, da geht die Schale, die geht, da kannst du sie auch so ganz dick reinschmeißen. Die geht wunderbar weg. Ja, die fallen ja eh auseinander. Da brauchst du nicht mehr mit heißem Wasser, weil sonst muss man doch immer sie ankreizeln und dann in heißes Wasser reinschmeißen. Und dann kannst du die Schale abziehen. Aber wenn die so schön reif sind wie die da, das braucht es nicht. So, bei der Gelegenheit lege ich mir jetzt nochmal ein paar Sachen, genau, auf die Seite. Das da und dann halt auf die Seite. So ganz reife nimmst du am besten und dann, wie gesagt, so ganz grobe Brocken. Ich nehme jetzt die, was mir am besten gefallen, weil ich da Sommer rausnehmen will. Ah, okay. Oh, eine grüne Tomate kriegt auch Samen. Da bist du nächstes Jahr wieder welche, oder? Ja. Schon. Stimmt mal dafür ab, kriegt ihr nächstes Jahr wieder welche, schreibt es mal unten rein. Doch. Die schmecken wirklich lecker, wenn sie paniert sind. Außer bei den Tomaten. Wenn ihr Saatgut nehmen wollt, ja, ihr nehmt jetzt nicht das Kränklichste, das Verhutzelste oder das sonstig irgendwie die Schlechte. Ihr saugt so, dass ihr einigermaßen schöne Tomate nimmt, wo ihr das Saatgut nimmt. Ich meine, im Endeffekt gilt es Erbgut auf die ganze Pflanze, aber es ist schon besser, wenn man es von schönen Tomaten nimmt und nicht von Kreislingen. Genau. Du bist es da am Schälen und tun und machen? Ja, also das ist jetzt das Grobe, da mache ich jetzt nicht so ordentlich rum. Weil das wird dann püriert und wie gesagt, ich tue ja dann zum Schluss nur schöne stückelige. Dann, was macht man jetzt mit sowas? Da war eine Gemüseeule dran. Ausschneiden. Also ich hätte jetzt gedacht, das muss man wegschmeißen, aber wenn du sagst, das kann schneiden aus, selbstverständlich, Freunde, gerade für solche Sachen. Also, wenn vorne mal ein kleiner Tätscherer hat, ey, wegschneiden, zum Soße kochen, vollkommen egal. Du und ich schneide es immer auch aus, wenn ich einen Salat für mich allein nichts mache, ist mir das wurscht. Ja, ob die Scheibe jetzt gerade eindeutig, hey, das ist gewachsen. Ja, wenn es ausgeschnitten ist, das kommt jemand zum Such zum Essen, der weiß ja nicht, was war. Ja, es schaut halt auf dem Teller. Gut, beim Tomatensalat geht es schon, aber bei Tomate, Mozzarella oder sowas, dann schaut es halt ein bisschen blöd aus. Ja. Genau. Jetzt seht ihr sagen, du darfst jetzt gleich machen mit der Sauber. Genau, ich schneide jetzt da eine halbert auf, weil wir haben natürlich eins vergessen und das müssen wir jetzt schon machen. Oh ja, genau, dieses wunderbare. Sind ja wirklich... Erst einmal zeigen, schaut euch mal die Journey Prince an. Das ist ein Träumchen. Ja, herrlich. Das ist wirklich... Ja, ich habe neulich einen Tomaten-Mozzarella-Teller gemacht mit ihrer und mit der Ananas-Tomate. Gregor, das war ein Farbenspiel. Mhm. Ah. Aber bevor wir jetzt das Kochen anfangen, müssen wir natürlich eine Qualitätskontrolle machen, nicht dass okay. wir endlich das Zeug wegschmeißen müssen. Ja, weil es sonst nicht gut ist. Gell? Sehr saftig. Okay. Lecker. Ich würde jetzt sagen, Qualitätskontrolle bestanden. Aber sowas von. Und die war jetzt auch gleich richtig schön. Währenddem das Mama jetzt zerschnipselt, gehen wir mal dann über. Und ich nehme jetzt mal ein paar Samen. Für die wo es noch nicht kennen. So, also. Thema Saatgut. Da gehe ich ein bisschen einen eigenen Weg. Andere machen es anders. Die machen das vielleicht besser, die machen das professioneller oder sonst irgendwas als ich. Aber ich sage mir, für mich langt's. Und für mich langt es seit 10 Jahren, also wird es die nächsten 10 Jahre noch langer. Und es hat sich für mich als der praktikabelste Weg erwiesen. Ich mache jetzt nicht diese Version, es gibt ja, ihr könnt das in ein Wasserglas tun, ein bisschen vergären lassen. Hintergrund von der ganzen Sache ist mit dem Vergären, dass diese Galerte, die was um den Samen rum ist, der ist in einem gewissen Maße, ich habe keine Ahnung, ob man das sehen kann, aber ihr kennt doch die Schlotze, die was da drum rum ist. Ja. Das kennt ja jeder. Die ist in einem gewissen Maße keimhemmend. Ich habe noch nichts davon gemerkt, aber es soll anscheinend so sein. Wie gesagt, andere machen es so, die tun es in ein Wasserglas, lassen das vergären, spülen danach die Tomatensamen ab, dann ist diese Galerte komplett weg und lassen dann ihre Samen trocknen. Freunde, das ist mir zu viel Arbeit. Punkt aus am Ende. Ich will effektiv und schnell arbeiten. Und wenig. Vor allem. Naja. So ein Eul. Nein, habe ich nicht. Passt, ich muss das immer wieder selber über mich staunen. Ein Eumel ist er einfach. Wie sehr das ich schaffe. Wenig zum Tun und doch viel zu erreichen. Und das ist doch eigentlich positiv. Dann gibt es die andere Version. Manche streichen das hier so auf ein Küchenpapier. Das gefällt mir nicht, weil die gehen dann halt eine nicht mehr lösbare Verbindung mit diesem Küchenpapier ein. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, es funktioniert auch, manchmal kann das ja dann rausreißen, aber dann habe ich das Küchenpapier und alles da mit drin. Nicht mein Weg. Wie mach's ich? Ja, ich gehe her, ich nehme einfach ein stinknormales Blatt Papier, schreiben wir da jetzt einen Namen drauf. Was haben wir hier? Eine Journey Prince. Popel jetzt die Samen raus. Das ist jetzt bei der Journey ganz okay, die hat einigermaßen was an Samen. Bei der Ananas ist es furchtbar. Da muss man dann suchen wie nochmal was. Weil die haben oft auf so einer riesen Frucht, gerade mal jetzt in Kerala oder so. Ganz tolles Black Cherry. Da schneidest du eine auf, hast einen Jahresbedarf an Samen. Eher einen Zweijahresbedarf. So, das haben wir jetzt draußen. So, und das verstreiche ich das hier einfach. Machen wir das ein Eckerle. Schöner geht es mit einem Löffel. Habe ich vergessen. Da der Löffel. Ein Löffel? Ja, logisch. Mami hat. Mami hat. Mami hat. Sehr schön. Das machen wir dann bei der nächsten Runde. Jetzt popeln wir ein bisschen weiter. Das ist natürlich jetzt toll. Die hier ist auch super reif. Da gehen sie jetzt wunderbar raus. Man sieht, wie das rausläuft. Und schon habe ich eine ganze Ladung Tomatensamen. Verstreichen wir mal. Warum jetzt hat, nicht das Küchenpapier, sondern das normale Papier? Ja, ganz einfach. Wenn das jetzt trocken ist, das geht jetzt nicht eben diese unglaubliche Verbindung mit dem Papier ein, sondern die kann ich danach tatsächlich sauber runterzupfen. Das ist gar kein Problem nicht. Und zur Lagerung, das kommt jetzt irgendwo hin, bis das alles ordentlich durchtrocknet ist. Und dann gehe ich einfach her, falte, falten, falten, kann das so einordnen, da fällt auch nichts mehr raus. Einwandfreie Sache, wenn man es ganz hart nimmt, dann macht man nur so und so, dann passiert wirklich nichts. Aber hey, bei der Menge, das ist jetzt von einer halben Tomate, da ist es mir wurscht, ob da jetzt ein oder zwei Kerl abhauen. Und was haben wir jetzt da? Kannst du mal bitte zählen, Kameramann, wie viel das sind? Ich schätze mal so 100? Ne, 100 sind es nicht, aber es sind mit Sicherheit... Ja, wir einigen uns auf irgendwas zwischen 20 und 1000. Aber es sind auf jeden Fall viel. Und wenn, 100? Nein, das sind vielleicht 30, 40 oder so. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Soll ich dich morgen früh suchen? Ja gut, 70 könnten es sein. Okay, ihr müsst euch überlegen, das ist euer eigenes Material. Und sagen wir mal, das sind jetzt 50. Was kostet so ein Päckle Tomatensamen? Ja, wenn es blöd läuft, 2,50, 3 Euro, oder? Dann was sind drin? 6, 8, 10 Kerala. Sagen wir mal, 10 kosten 2,50. Da habe ich jetzt gerade eben Tomatensamen, wenn es 50 sind, für 12,50 Euro geerntet innerhalb von, wie lange hat es gedauert? 30 Sekunden, 50 Sekunden, Minute, 2. Rechnet es mal eine Stunde lang aus. Bombe! Nehmt euer eigenes Saatgut, habt was davon. Feine Sache. Ich werde das jetzt nebenher immer mal wieder machen, da braucht man dann nicht unbedingt zuschauen, aber damit ich gleich mein Zeugs lebe. Ich sage, das lege ich jetzt einfach da so her zum Trocknen. Gut ist. Auf Nacht ist natürlich nein, dass es nicht anregnet. Schauen wir mal, was die Mutter dort. Schnippeln. Wie läuft's? Es schnippelt. Es schnippelt. Na gut. Das heißt Kaltgetränkpause, bis man mit dem Schnippeln fertig ist. Dann geht's weiter, Freunde. Ah, ich darf schnippeln. Nein, ich schnippel. Nein, nein, ich schnippel schon. Kommt. Ich helfe dazwischen drin. Ja, das ist. Kriegen wir zwei schon hin. Ist gleich wie fertig. Immer. So, gut. Die Mutter hat geschnipselt. Zeig's mal her. Ja. Das ist jetzt die Version zum Grobverkochen, oder? Genau. Dann hast und du das, kommt dann, das kommt dann zum Schluss, also wenn es püriert ist, kommt das dann dazu rein und wird okay. Dann nochmal gescheit gekocht. Alles klar. Ich war jetzt doch auch nicht untätig, ich habe jetzt nochmal Samen genommen. Ich werde noch ganz viel mehr Samen nehmen. Warum? Weil ich nächstes Jahr 3000 Tomaten anbauen werde? Nein, natürlich nicht, sondern damit ich dieses Jahr vielleicht zum Adventskalender oder zu einer anderen Geschichte für euch wieder welche verlosen kann. Genau. Okay, Mutter, bevor das jetzt auf den Herd kommt, jetzt hat noch 8 Pfund Zwiebel und mindestens 30 Knoblauchzehen, oder? Nein, du weißt, dass ich Knoblauch lieb und Zwiebeln auch, aber das tue ich definitiv nicht da rein. Warum? Weil alle anderen machen das also. Ich weiß es, aber mir schmeckt es halt nicht. Ganz einfach. Du meinst, das wird dann bitter, oder? Ja, und ich finde halt den Zwiebel einfach, wenn man frisch abrotet und dann dazu rein tut, wenn man es braucht. Das ist einfach geschmackiger und der Knoblauch. Der kommt ja bei mir eh ganz klar geschnippelt und dann mehr oder weniger ziemlich roh ins Essen, ne, weil ich ja den Geschmack so gern habe. Okay. Und ich mag ja auch keinen eingelegten Knoblauch nicht. Also ja, aber du tust doch da jetzt wenigstens bitte noch ein Pfund Kräuter rein. Die Kräuter, die kommen dann da rein, wenn das püriert ist. Aha. Die werden dann kurz nochmal mit dem, weil zermatschte Kräuter mag ich auch nicht. Okay, ihr seht, Mutter macht das komplett anders als andere. Aber ich muss sagen, es schmeckt immer hervorragend. Ja, und ich mache es auch, ja manchmal ganz ohne Kräuter. Ein paar Gläser, die ich einfach nur mit dem habe. Also einfache Basis. Genau, da kannst du dann einfach reinmachen, wie du willst. Also jetzt stellen wir das erstmal schön auf den Ofen. Ja. Und lassen das brutzeln. Wir sollten vielleicht einen Deckel, den habe ich vergessen. Das machen wir dann. Ja. Kein Öl, kein gar nichts, einfach so drauf. Ja, genau. Wie lang grob? Zwischendurch ein bisschen umrühren, damit es euch unten nicht abbrennt. Wie lang, wenn es schön flüssig ist. Wenn es alles matschig ist. Man mache, bis es fertig ist, oder? Ja, ich schaue doch nicht auf die Uhr, Kasperl. Ich habe gedacht, aus Professionalitätsgründen hast du das beim letzten Mal gemacht, damit wir das heute wissen. Nein. Na ja, okay. Also, bis fertig ist, wir sagen euch nachher, wie lange das dauert hat. Genau, stopp's mal. Jawohl. Bis dann geht's weiter. So, Freunde, also, es blubbert, es kocht, es tut, es macht. Komm mal her, schau mal rein. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Ich hab's auf durchgeschaut, 3/4 Stunde, oder? Ja, sowas, ja. Also das ist jetzt prinzipiell, sage ich mal, die kürzestmögliche Zeitdauer, die was überhaupt geht. Ja. Wir haben das jetzt so gemacht, weil da oben es wird dunkel und ihr wollt ja noch was sehen von dem, was wir treiben. Außer wenn man Tomatensuppe macht, dann ist es wurscht. Dann ist es wurscht. Dann ist es egal. Prinzipiell natürlich, je länger, dass ihr das Ganze kocht, ihr könnt es über Stunden kochen, einreduzieren lassen. Dann kriegt es natürlich immer mehr Bums und mehr Bums und mehr Bums und mehr Bums. Und ich meine, verlängern kann man es dann nachher immer noch. Ja. Okay, jetzt hat püriere, oder? Ja. Dann püriere ich. Du pürierst und ich tue Kräuterle schnipseln. Kräuterle. Also. Ja, was kommt alles rein? Ich warte nur mit dem Pürieren, weil sonst versteht man es nicht. Leckerer Basilikum. Es ist einfach ein Träumchen. Alles, was man so hat im Garten. Oregano, Rosmarin, die Dannernordler, wie du so schön sagst. Dann tue ich auch Petersilie mit rein. Salbei, den liebe ich einfach. Der gibt einen so einen guten Geschmack. Thymian. Ich tue sogar ein Mackikraut mit rein, weil ich Mackikraut einfach sehr gern mag. Das ist bei den Kräutern, ist es einfach wirklich so. Macht's das nicht, das was euch schmeckt. Da kann man nichts falsch machen. So. Also, Stevia, die jetzt da nicht, ne? Stevia vielleicht nicht. Und Petersilie. Wobei ich ja jetzt persönlich, und das sehe ich jetzt bei dir nicht, wenn ich so eine Soße mache, Tomate hat Säure, ich tue immer nur ein kleines Prieschen Zucker mit rein, um die Säure ein bisschen runterzukriegen. Machst du das nicht, oder? Die mache ich dann rein, wenn ich es koche. Ah, okay. Wie den Knoblauch und den... Zwiebel. Kann man ausmachen. So, und jetzt, wenn ich die da schon gestellt habe, muss ich die jetzt nochmal stellen. Ja. Wenn jetzt du das schnipfelst, dann sind ja die Kräuterbrokkoli trotzdem drin. Vorher gesagt, das magst du nicht. Nein, die... Du magst du nicht so verkocht haben, oder? Die Kräuter kommen jetzt nicht. Nein, du tust jetzt schön pürieren, ja? Weil dann kommt anschließend das etwas klein gehackte. Und da tue ich dann erst die Kräuter dazu. Aber dann sind sie ja drin. Ja, ja. Nein, schon. Okay. Bloß nicht so lang kochen halt, weißt du, so stundenlang, weil das ist ja dann bloß nur kurz, damit die es halt... damit es mal beim Einkochen in die Gläser nicht kaputt geht. Okay, also ich mache das anders. Wenn ich so eine Soße mache, ich mache da das, wie nennt sich das jetzt, mit den Fachausdrücken, mit so geschwollene bin ich nicht so, Bouquet Garni, glaube ich. Genau, doch so heißt. Lach nicht, das heißt so. Okay. Berichtigt das. Aber ich glaube, es heißt so. Ich nehme jetzt die ganzen Kräuter, knödel die zu einem Haufen zusammen, nehmen wir Küchengarn, bind das zusammen, schmeiß es rein, koch's die ganze Zeit mit und zieh am Ende den Buschel wieder raus, dann habe ich die ganzen Stängerle und alles wieder heraus. So mach's ich, aber mir zeigen sie heute, wie es die Mutter macht. Okay, du schnippelst, ich püriere. Jeder darf, wie er mag, bin ich. Und es kommt immer dasselbe raus und zwar was Gutes. Der Nachbar, astreiner Italiener, sagt immer, beste Tomatensoße. Also... Jetzt haben wir schon eine ganz andere Konsistenz. Es ist sämig, es ist fein. Das schaut schon gar nicht so schlecht aus. Boah, Freunde, ich hoffe, ich erlebe irgendwann einmal den Tag, wenn es dann doch einmal Geruchsfernsehen gibt. Was die Kräuter gerade für einen Geruch verströmen, das ist irre. Ja, das, brutal, gell? Ja. Auf Distanz riecht man das. Mhm. Du, die wachsen ja auch in meiner Hochbetttreppe. Ich habe nicht gedacht, dass die so einen Bums gibt, die Treppe. Das ist der blanke Wahnsinn. Echt. Ja, das hat wirklich wächst. Hervorragend funktioniert, das mit dieser Hochbetttreppe und Kräuter. Ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich. Aber Kräuterschnecke, oh gut, da wächst es oh wie Sau. Aber du kannst jetzt einmal schnell die Dinger da abperlen. Dann perl ich mal. Den Thymian. Aber in der Kräutertreppe drin, also das. Und ich habe da so kleine Naschpaprikas auch noch mit reingebaut. Da hängen Paprika drin. Also ich weiß jetzt, dass ich nächstes Jahr muss ich das Ganze etwas weiter auseinanderbauen, weil das ist alles so überdimensional riesig geworden, dass ich... Wieso? Es funktioniert doch. Ja, ja. Sieht doch gut aus. Es ist echt, es sind Berge von Kräutern. So. So was übergeben wir der Flächenkompostierung. Ja. Es kommt wieder zur Erde. Das ist das Schöne, wenn man draußen ist. Kannst du einfach mal, zack. Irgendwelche Tierchen freuen sich dann an die Stängeln. Fröhlich. Habe ich dir schon erzählt, dass ich den ersten Igel gesehen habe? Ja, und du hast schon gedacht, wegen Kasper, Melchior und Balthasar, weil keine Schnecken mehr da sind, kriegen wir keine Igel. Pfeifendeckel sind genauso wieder da. Genau, neulich am Abend, wo ich beim Fernsehen schauen gehabt habe, da draußen, na Schmaragdleser habe ich, da draußen, da raschelt aber irgendwas. Ja, und dann war er schon da gehockt. Dann bin ich aber gleich gelaufen und habe ein Futter geholt. Der hat sich auch nicht wegjagen lassen. Oh, brutal. Ja, jetzt wäre ein Geruchsdings, das wäre gut. Erstens schon mal die Tomaten. Drin, gell? Mhm. Ganz, ja, so reiche. Das ist der Zitronenthymian, weißt du? Ah, okay, alles klar. Das erklärt. Ich habe ja zwei allein. Der ist auch noch ein Bämsele, schon. Ein Bämsele, aha. Mhm. Und jetzt kommt der Traum. Jedes Basilikum-Fans. Das ist der Wahnsinn. Und vor allen Dingen die Bienen. Da drinnen, da wummelt's. Da musst du aufpassen, dass du nicht gefressen wirst von den Viechern. Aber das ist es ist wirklich schön. Also wir können bei uns im Garten nicht sagen, dass es irgendwo Insektensterben gibt, weil es gibt für die Viecher, bei meinen vielen Sonnenblumen in der Früh, wenn ich hinausgehe, du, dann sind schon Hummeln, Bienen, da summt's und schwirrt's. Das ist wirklich es ist einfach schön. Und genauso bei dem Basilikum, also das ist, ach, du kannst mal einfach ein bisschen abzupfen helfen, dann geht's schneller, du, ja, bevor es dunkel wird. Wie ist jetzt das? Ich hätte jetzt einen Lorbeer mit rein gehabt. Machst du nicht? Nö. Okay. Könnte man. Ich sage ja, das ist ja bei jedem so die Lieblingsdinger. Jeder kann machen, wie er mag. Genau, ich benutze zwar schon viel Lorbeer, so ist es nicht. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie getan. Also ich mag es gern. Ihr könnt es ja ausprobieren, wie ihr es wollt. Ja, einfach ausprobieren. Vielleicht mal bei der nächsten Gläsercharge mal einen so. Ich meine, man kocht ja auch nie auf einen Schlag alles Ei. Nee. Weil die Tomaten kommen ja auch nach und nach. Das kommt ja immer. Ihr könnt es da auch ganz einfach, probiert verschiedene Rezepte aus. Mhm. Gar kein Thema nicht. Und dann es geht ja heute darum für Leute, die was das erste Mal machen oder so. Oder Inspiration brauchen. Macht einfach mal verschiedene Chargen. Schreibt es ein bisschen auf den Deckel drauf. Ja. So oder so, dass da wisst, was gewesen ist. Dann wisst ihr schon, was euch schmeckt. Und im nächsten Jahr macht es halt das. Das ist genauso wie immer ein paar mach ohne. Also ohne Gewürze. Einfach nur Tomaten. Das geht jetzt zwar nicht, dass du das da jetzt da reinschmeißt, wo ich gerade schneid. Du Kasperl, du. Herr Gregor. Was war jetzt das? Da muss irgendwie die Katze oder irgendwas vielleicht irgendwo aufgekupft sein. Keine Ahnung. Schau mal einen Blick. Schau mal schnell. Also morgen haben wir einen Sondereinsatz im hinteren Hitler, da hinten, hinterm Gewächshaus. Da ist gerade ein Regal zusammengebrochen. Na echt, oder? Ja. Ach du Schande. Was für uns geht. Das hinten an der Wand. Was ist das mit den vielen Töpfen drin? Nein. Da war bloß Plastik drauf. Schaden gering. Okay, gut, alles klar. Ich habe jetzt schon gedacht, meine ganzen Blumenhäfer sind irgendwo in der Gegend umeinander geschossen. Ja. Aber das wäre dann lauter gewesen. Das wäre lauter gewesen. Nein, das was hinten dran ist, das hat gerade zusammengehört. Soll mir mal einer sagen, wir zeigen bloß die schönen Sachen. Bei uns geht auch mal was schief. Ja, solange es keine Verletzten gibt. Ja. Keine Katze drunter. Ja, vielleicht eine Maus, aber da habe ich jetzt nicht so genau nachgeschaut. Ja, Mäuse sind da gern. Dann kommen jetzt mal die Stückchen rein, die Tomatenstückchen. Jawohl. Schaut doch gut aus, oder? Ja, ja. Ja, aber die... Normalerweise könnte man die schon noch ein bisschen reduzieren, aber das, wie gesagt, es gibt halt dann einfach eine mal, die ein bisschen dünner ist. Also macht's länger. Ja. Weil bis euch die Konsistenz halt gefällt. Ganz genau. Einfach. Ich tue dann gleich noch ein bisschen an Paprika mit rein. Und etwas Salz. Und Pfeffer und das ganze andere, wie gesagt, das mache ich eigentlich erst so zum Schluss. Wenn ich es dann halt wieder brauche. Okay, ich bin ja der andere Weg. Ja. Ich mache es komplett, tutti kompletti fertig. Weil ich dann halt nichts mehr tun will, ich will es bloß noch aufmachen. Und reinschütten. Oder besser gesagt, wenn ich es dann weitergebe oder so, dann halt. So, und dass die Stückchen halt. Meine Frau schaut es hoffentlich nicht an. Wenn die es dann kocht, weil die hat es nicht so im Kochen, dann versalzt die es vielleicht oder so. Ich mach's fertig, dann ist es einfach und gut ist. Das waren die letzten Worte von mir. Ich komm's zu mir. Und die Stückchen, ist ja ganz klar, dass das haltbar ist. Die Stückchen, die ich jetzt reingeschmissen habe, die müssen jetzt natürlich ohne ein bisschen kochen. Also die müssen ja, durch sein, weil sonst haut die ganze Sachlage ja nicht hin. Okay, also das müssen wir jetzt nochmal machen. Aber bevor wir jetzt nochmal einen kurzen Break reinhauen, Mama, was ist das da? In diesem Topf, da habe ich die heißen Gläser drinnen. Weil wenn man das Ei kocht, dann sollte das ja auch alles, da ist jetzt was weggeflogen. Also du sterilisierst da deine Gläser gerade? Ja genau, die sind drinnen gewaschen worden, die tue ich zuerst spülen, dann kommen sie in ein Essigwasser rein, ich bin da sehr pingelig und dann nochmal in ein klares. Und wenn ich es halt drinnen mache im Waschbecken, habe ich sie halt direkt neben dem Ofen stehen, aber jetzt haben wir halt einen Topf genommen, weil die sollte schon heiß in heiß kommen. Alles klar. Gut, das kriegt jetzt nochmal seinen Bums und dann kommen wir zum Finale. Genau. Bis gleich. So Freunde, also inzwischen ist finster geworden. Wie lange haben wir es jetzt gemacht nochmal? Naja, so eine halbe Stunde. Haben wir es jetzt nochmal blubbern lassen, ja. Genau. Konsistenz passt. Ja. Probieren wir. Warte, ich stelle es gleich mal daher. So finster ist es doch gar nicht, Gysi. Ich habe mir mal extra eine Lampadiere aufgestellt für euch. So. Merken tut man es an den Schatten. Ja. So, probiere. Wohl. Ja, ich wollte Cobra-Brust sagen. Schmeckt gut. Schmeckt gut, gell? Ja. Ja. Kann man nichts sagen. Also, ich gebe jetzt tatsächlich recht. Es ist ja so, wenn man Knoblauch gleich mitkocht, habe ich manchmal das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen einen muffigen Geschmack gibt. Und der Knoblauchgeschmack eigentlich gar nicht mehr so ganz gut durchkommt. Ich glaube tatsächlich, der bessere Weg ist wirklich so, wie es Mama macht. Knoblauch dann erst am Schluss rein. Knoblauch, Zwiebeln. Vor allem Dingen, dann ist der Knoblauchverbrauch halt auch nicht so hoch. Aber wenn es jetzt da schon 6, 7, 8, 10 Jahre reinknollen, wäre viel, aber... Da kannst du knollen reinschmeißen, du spannst sie nicht mehr. Ja. Okay. Okay. Geben wir der Alten leider mal recht. Danke. So, jetzt hat... Einmal Abfüllhilfe. Genau. Und da muss ich jetzt da einen kleinen Shitstorm zuvorkommen. Was tust du? Ja, ich fülle es heiß in heiße Gläser und schraube sie zu. Und der Fall ist erledigt? Genau. Okay. Und sie halten bei mir. Ich höre es jetzt schon, wie Tausende schreien, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich, ganz ehrlich, ich selber koche auch ein. Ich würde es nochmal einkochen. Mama macht es so. Wir haben es noch nicht erlebt, dass es nicht funktioniert hat. Es hat funktioniert. Ich glaube, die letzte Tomatensoße, die ich mal gegessen habe, oder die älteste, die war 10 Jahre alt. Die war gut, die war jetzt abgefüllt. Es hat nichts gefehlt. Ich mache trotzdem einkochen. Ist so. Ich habe es von meiner Mama so gelernt und die hat es ihr Leben lang so gemacht und ist sehr alt geworden. schön halt Rand abputzen. Den Rand nur putzen. Da sind wir uns dann schon mal wieder einig. Wenn du den Rand nicht abputzt, dann halt kann sich da was zwischen bilden. Ja, und dann nein, halt, das geht gar nicht mehr. Gut, ich meine, ihr merkt es ja, wenn es kein Vakuum nicht bildet, dann ist in die Hosen gegangen. Ja. Also, wir bleiben dabei. Und dann einmal das warme Glas. Jeder macht so, wie er es meint. In die Hand. Und noch einmal ordentlich zudrehen. Ordentlich zudrehen. Gut. Aber du stellst es nicht auf den Kopf. Manchmal muss man aber eigentlich gar nicht. Weil da gibt's ja, das wäre dann das nächste Thematik. Auf den Kopf stellen, ja, nein. Ganz sicher, auf den Kopf stellen braucht es nicht. Nee. Machen trotzdem viele, da schimpfen dann auch wieder viele. Weil es könnte ja Weichmacher aus dem Deckel dann dadurch reingehen. Ich glaube, ihr habt es verstanden, was ich meine. Ihr also macht Mama, so, wie ihr meine Mama hat es mir gemacht empfindet. Und es hat funktioniert. Und wir haben, wenn ich mir überlege, ich habe zu Hochzeiten habe ich 50, 60, aber wirklich so hohe Gläser Tomatensoße eingemacht, weil meine Eltern, die haben wahnsinnig gern Tomatensuppe gegessen. Ja. Und alles mit Tomaten, meinen ganzen Winter. Wir haben Vorräte gehabt ohne Ende. Es ist nie was schiefgegangen. Nein. Und wenn wirklich mal ein Glas, mein Gott, dann passiert es halt. Okay. Also, das Thema haben wir jetzt ausführlich beschrieben. Schreibt jetzt erst Holz. Genau. Okay, Freunde, wenn euch die Nummer gefallen hat, liken, teilen, abonnieren vergessen und viel Spaß beim Tomatensoße kochen. Ja. Ciao, ciao. Vor allem dann beim Essen. Für Teich.